Hallo zusammen, hier ist der Hans mit den Honigmann-Nachrichten Nr. 104 vom 13.06.2012. Moskau. Russland und Israel verhandeln über den Bau einer Drohne, die dann beide Länder nutzen und ins Ausland verkaufen könnten, teilte der russische Vizeregierungschef Dmitri Rogozin heute mit. Wir verhandeln unter anderem mit Israel. Unser Ziel ist es, sie zu überzeugen, eine technologische Kooperation aufzunehmen und ein Produkt zu schaffen, das sowohl sie als auch wir nutzen und ins Ausland verkaufen könnten, sagte Rogozin im Interview mit dem TV-Sender Rossiya 24. Die Israelis kennen sich Rogozin zufolge sehr gut bei der Entwicklung unbemannter Systeme aus. Rogozin bestätigte, dass Russland keine fertigen Produktionsmuster westlicher Rüstungskonzerne mehr kaufen wird. Wir brauchen sie nicht, weil in der modernen Welt Technologien und Technologieträger bzw. konkrete Menschen geschätzt werden, sagte Rogozin. Die Technologien müssen lokalisiert bzw. die Produktion solle in Russland aufgenommen werden. Russland gehört laut der jüngsten jährlichen Liste Global Peace Index GPI des renommierten Instituts für Wirtschaft und Frieden, IEP, zu den unruhigsten und unfriedlichsten Ländern der Welt. Von den insgesamt 158 erfassten Ländern landete Russland auf Platz 153. Laut dem Bericht bleibt Russland unter den größten Waffenexporteuren. Es liegt an der Spitze bei der Menge an schweren Waffen sowie bei der Anzahl von Polizisten pro Kopf der Bevölkerung. Als lächerlich haben russische Experten die Behauptung der US-Geheimdienste zurückgewiesen, laut der das russische Waffenhandelsunternehmen Rusoboron Export an der russischen Regierung vorbei das iranische Raketenprogramm unterstützt und damit gegen die UNO-Sanktionen verstößt. Russland setzt die militärtechnische Zusammenarbeit mit dem Iran fort, allerdings nur im Rahmen der wahren Nomenklatur, die nicht gegen die UN-Sanktionen verstößt, sagte Konstantin Makienko, Vizedirektor des Zentrum für Analyse von Strategien und Technologien ZAST, in einem Gespräch mit der RIA Novosti. Die Behauptungen der US-Geheimdienste, dieses Unternehmen handle an der russischen Staatsführung vorbei, sind einfach lächerlich und zeugen vom Fehlen jeglicher Vorstellung von der bürokratischen Maschine des russischen Systems, der militärtechnischen Zusammenarbeit, so der Experte. Makienko äußerte in Annahme, dass es sich um eine neue Medienprovokation von US-Geheimdiensten handelt, die unmittelbar mit dem Kampf der Industrie und der regionalen Lobby der USA gegen den Pentagon-Vertrag über den Kauf russischer Hubschrauber des Typs Mi-17 für Afghanistan verbunden sei. 2011 hatte Russland einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium über die Lieferung von 21 Militärtransporthubschraubern an Afghanistan geschlossen. Die Maschinen sollen bis Juni geliefert werden. Der Vertrag sieht Möglichkeiten für weitere Lieferungen dieser Maschinen an Afghanistan vor. Washington. Das US-Verteidigungsministerium distanziert sich von Hillary Clintons Erklärung, wonach Russland das Assad-Regime mit Kampfhubschraubern versorge. Dem US-Militär lägen keinerlei Hinweise auf solche Lieferungen vor, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Die USA wüssten zwar, dass den syrischen Streitkräften einige Helikopter aus russischer Produktion zur Verfügung stünden. Es komme aber nicht darauf an, aus welchem Land die Maschine stamme, sondern darauf, wie man sie einsetzte, so Kirby weiter. US-Außenministerin Hillary Clinton hatte am Dienstag gesagt, russische Kampfhubschrauber seien nach US-Informationen derzeit nach Syrien unterwegs. Das wird auf eine dramatische Eskalation des Konflikts hinauslaufen, betonte Clinton. Die USA seien darüber besorgt. Victoria Nuland, Sprecherin des US-Außenministeriums, präzisierte es, handle es sich nicht um alte Maschinen aus sowjetischer Produktion, sondern um neue Hubschrauber. Wie die russische Agentur RBK meldete, wollte Nuland nicht sagen, woher diese Informationen stammen. Damaskus. Eine groß angelegte Militäroperation nach dem Libyen-Muster ist in Syrien wenig wahrscheinlich.
Russland wird eine entsprechende Resolution des UNO-Sicherheitsrates verhindern, während es trotz der kriegerischen Erklärungen westlicher und arabischer Politiker kaum Interessenten gibt, ohne Resolution einen Krieg zu führen. Möglich sind insofern zwei Szenarien, schreibt der Politologe Fjodor Lukjanow am Mittwoch in der Tageszeitung Moskowskije Nowosti. Das erste sieht eine massive Unterstützung der syrischen Opposition von außen vor, damit sie einen militärischen Sieg erringen kann. In der Praxis bedeutet das eine Eskalation des Bürgerkrieges, der lange dauern kann, heißt es im Beitrag. Das zweite besteht in einer internationalen politisch-diplomatischen Operation zur Herstellung eines neuen Regierungsmodells in Syrien. Als Beispiel dafür wird immer öfter das Jemen-Szenario genannt. Die Absetzung des Präsidenten im Austausch gegen Sicherheitsgarantien für ihn. Aber selbst falls Bashar al-Assad dem zustimmen sollte, wonach es vorerst nicht aussieht, lässt sich die Syrien-Krise nicht so einfach lösen. Nach Ansicht des Autors bräuchte Syrien heute etwa in der Art des Dayton-Verträge, mit denen im Dezember 1995 der dreijährige Bosnienkrieg zu Ende ging. Heute werden die Verträge oft dafür kritisiert, dass sie die politischen Probleme nicht gelöst haben, weshalb Bosnien und Herzegowina auch heute ein künstliches Gebilde sind. Diese Kritik ist in vieler Hinsicht begründet. Der vor 17 Jahren vorgeschlagene Plan der Kantonisierung unter internationale Kontrolle bot aber die Möglichkeit, die brutale Fehde zu stoppen, die ganz Europa in Entsetzen versetzt hatte. Mehr noch, heute kann die Initiative durchaus von russischen Diplomaten ausgehen. Innerhalb der letzten Monate der Syrien-Krise haben sie gezeigt, dass sie das gesamte professionelle Instrumentarium virtuos beherrschen. Man muss aber schnell handeln, bevor die Ereignisse in der Etappe einer endgültigen Zerstörung Syriens getreten sind. Berlin, Tempelhof. Der deutsche Bankchef schmeichelt der Kanzlerin. Es war der erste öffentliche Auftritt des neuen deutschen Bankchefs Anshu Jain auf einem CDU-Treffen, viele Nettigkeiten ausgetauscht und sich hinter der Spartpolitik der Kanzlerin gestellt. Heute bei Welt Online von Jörg Eigendorf. Es war ein äußerst netter Empfang für Anshu Jain in Berlin, allen voran von Politikern, die ansonsten mit Bankern ja nicht zimperlich umgehen. Am Nachmittag bat Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem gemeinsamen Foto, worüber sich der Co-Chef der Deutschen Bank sichtlich freute. Und am Abend bezeichnete es als Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble als Ehre, neben dem Inder auf dem Podium zu sitzen. Der hatte freilich zuvor schon Schäuble den Ball äußerst nett hingeworfen. Und wenn ich noch einen Satz auf Deutsch wagen darf, Herr Minister Schäuble, es war mir eine Ehre, von gleichem Podium wie Sie zu sprechen. Beifall rauschte auf bis zum letzten Platz gefüllten Festsaal des Interkontinental in Berlin auf. Oh Gott, ist mir schlecht. Naja. Jain hatte nicht den richtigen Ton getroffen, sondern auch die richtige Sprache gefunden. Erstmals redete er in Deutschland bei einem offiziellen Auftritt, von dem es bislang kaum welche gab, auf Deutsch. Am Anfang las er brav und charmant lächelnd einige Zeilen vom Blatt ab. Seit fast 20 Jahren ist die Deutsche Bank mein Leben und mein Zuhause. Wie Sie aber merken, arbeite ich noch an der deutschen Sprache und muss diese Zeilen ablesen. In Englisch ist es besser als mein Deutsch. Also erlauben Sie mir bitte, jetzt ins Englische zu wechseln. Und am Ende gab es wieder nette Worte, unter anderem für Schäuble. Akribische Vorbereitung, zumal er immer noch kein Deutsch kann. Wie manch anderer ebenfalls. Seit einem Jahr stand fest, dass Jain hier vom CDU-Wirtschaftsrat in der Hauptstadt seinen ersten großen Auftritt haben würde. Akribisch hatte er mit seinem Team in der vergangenen Woche an dem Text gefeilt. Um Satz für Satz wurde gerungen, abgewogen, neu formuliert. Was den brillanten Reder Jain dann freilich etwas aus seiner Brillanz nahm. Die meiste Zeit schaute er auf sein Manuskript. Für Spontanität war da so gut wie kein Raum. Herausgekommen ist eine Rede, in der Jain viel Lob verteilt, aber auch eine sehr wichtige Botschaft. Ausgerechnet in den USA begann sein Rundflug. Einmal um den Wirtschaftsglobus, dort, wo viele der weit über 1000 Gäste Jains berufliche Heimat sehen. Und das auch mit gewisser Skepsis.
Die USA seien nicht offen für neue Kulturen, sondern eben auch eine überaus dynamische Wirtschaftsmacht. Dann ging es nach Asien, seiner wirklichen Heimat, dessen Wachstumschancen er in den Vordergrund stellte. Und dann kam Jain endlich nach Europa. Auch hier gab es eben wieder viel Lob, manchmal sogar zu viel. Die Antwort der UN-Regierungen auf die spanische Bankenkrise als gut orchestriert zu bezeichnen, war dann doch etwas sehr schmeichelhaft für den anwesenden Finanzminister. Dann aber gab es viel von dem, was die Anwesenden hören wollten. Allen voran ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Selbst in angespannten Zeiten hat sich das Modell der sozialen Marktwirtschaft bewährt. Und zum Standort Deutschland: Die Bank sollte tief verankert sein in einem starken Heimatmarkt mit soliden öffentlichen Finanzen, sagte Jain. Und wir sind glücklich, Deutschland als unseren Heimatmarkt zu haben. Das glaube ich sofort. Denn es gibt ja Euros. Kostenlos? Wie in Israel? Naja, so heute auszugsweise bei Welt Online. Anshu Jain ist ein britischer Bankmanager mit indischem Migrationshintergrund und seit dem 1. Juni 2012 neuer Co-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und das Group Executive Committee. Ulm. Die Ulmer Druckerei Ebner und Spiegel hat die Fertigung und Auslieferung eines aktuellen Druckauftrages von radikal-islamischen Salafisten für Koranausgaben erneut gestoppt. Die Entscheidung gelte auch für die Zukunft und die generelle Zusammenarbeit mit dem Kölner Herausgeber Ibrahim Abu Nagi, teilte die Holding-Geschäftsführung der CPI GmbH mit. Die Ulmer Druckerei hatte bereits im April einen entsprechenden Druckauftrag zurückgegeben. Das Unternehmen reagierte damit auf einen Bericht von Welt Online. Die Druckerei in Ulm hatte demnach erneut zehntausende Koranexemplare für radikale Salafisten gedruckt. Mit den Koranexemplaren sollte der umstrittene Koranverteilprojekt fundamentalistischer Muslime fortgesetzt werden. Die Ankündigung, 25 Millionen Koranexemplare kostenlos in Deutschland verteilen zu wollen, hatte heftige Diskussionen ausgelöst. Der Geschäftsführer ist seinen Job los. Der verantwortliche Geschäftsführer habe den Druckauftrag allein und ohne Information der Holding-Geschäftsführung getroffen, hieß es weiter. Es sei nun seinen Job los. Die Geschäftsführer der Ebner und Spiegel GmbH hatte das Unternehmen bereits verlassen. Ibrahim Abu Nagi hatte Ende Mai weitere 50.000 Exemplare einer deutschsprachigen Koranausgabe bei der Druckerei bestellt, wie Welt Online berichtete. Der CPI-Sprecher bestätigte die Zahl. Es sei aber erst ein Teil des Auftrags gedruckt und noch nicht gebunden werden. Diese Exemplare würden nun vernichtet. Nagi ist als Initiator der Verteilung kostenloser Koranausgaben bekannt. Die bestellten Exemplare hätten am 19. Juli ausgeliefert werden sollen. Mehr als 300.000 Korane sind gedruckt. Wegen heftiger Kritik an der massenhaften Verteilung der Gratis-Korans in deutschen Innenstädten hatte das Ulmer Unternehmen im April einen Druckauftrag an die Salafisten zurückgegeben. Die Druckerei hatte nach früheren Angaben seit vergangenem Jahr mehr als 300.000 Korane über 6 Aufträge verteilt für die Organisation gedruckt. Der Druck war vom Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen als unbedenklich eingeordnet worden, wie die Druckerei betonte. Das sollte man mal mit Bibeln machen, die dann halt eben in das Herkunftsland des Korans verschickt werden. Ob die aber auch kostenlos gehen? Naja. ARD zensiert Kommentare, wieder die antirussische Hetze. Die Zensur des staatlichen deutschen Propagandasenders ARD bei den Kommentaren rief mein Parteibuch Zweitblock am Dienstag in einem Artikel auf. Das betraf Kommentare, die Kritik an der öffentlich-rechtlich finanzierten antirussischen Hetze äußerten. Zehntausende fordernden Putin, hau ab, hieß es in einer Spitzenmeldung der Tagesschau. Darin wurden Russlands Demokratiemängel vorgeworfen, was ein Parteibuchleser zu einem Kommentar veranlasste, hier im kompletten Wortlaut. Nicht einmal 0,1% der russischen Bevölkerung bringen die Lügenmaschinen von Wall Street und der City of London in Moskau auf die Straße. Aber die Tagesschau macht daraus eine Topmeldung.
Dabei ist Wladimir Putin der deutschfreundlichste Präsident, den Russland je hatte. Traurig ist die antirussische Hetze in der ARD. Wann begreifen die deutschen Machthaber, dass Putins Russland Deutschland dabei unterstützt, die Knechtschaft durch London und New York loszuwerden? Dieser Kommentar wurde also wegzensiert, wie auch der folgende Kommentar. Fundierten Widerspruch können Sie hier nicht erwarten, denn das geht hier nicht durch die Zensur durch. Freie Meinungsäußerung in Deutschland? Nicht in dieser sogenannten deutschen Demokratie. Ist da etwas anderes erwartet worden? Ich glaube weniger. NATO-Generalsekretär gegen militärische Intervention in Syrien. Ria Novosti berichtete am heutigen Mittwoch über Äußerungen von Anders Fogh Rasmussen, dem NATO-Generalsekretär. Dieser hält eine militärische Intervention in Syrien für ein schlechtes Mittel zur Lösung der Krise. Momentan gibt es keinen Plan für eine NATO-Operation in Syrien, erklärte er bei einer Pressekonferenz in Canberra. Aber die mangelnde Einigung in der UNO bezüglich der Mittel zur Druckausübung auf Damaskus sei ein ernsthafter Fehler. Athen. Gewalt gegen Reiche. Die Leute in Griechenland sind neidisch, wenn man ihnen mit einem größeren Wagen durch die Straßen fährt. Wir haben Angst vor Menschen, die sich bewaffnen und mit Kalaschnikows in unsere Häuser kommen. So die Warnung eines griechischen Reeders vor Gewalt gegen Reiche, wie MM News diesen Mittwoch meldete. Dieser Reeder war Hanis Fafias, der Chef von Nasdaq-Unternehmens Steelgas. Er sagte der Bild-Zeitung weiter, wir gehen deshalb immer weniger aus und dann hat auch noch die Gewalt zugenommen, die Einbrüche. Wir haben Angst vor Menschen, die sich bewaffnen und mit Kalaschnikows in unsere Häuser kommen, und erzählte ein schlimmes Beispiel aus seinem persönlichen Umfeld. Ein reicher Freund von mir wurde jüngst mehr als 20 Tage gekidnappt und er musste sehr, sehr viel Geld bezahlen, um wieder freizukommen. Der Reeder schätzt die Anzahl illegaler Waffen in Griechenland auf mehr als 100.000. Kein Kommentar. Washington. Indien und 6 weitere Länder von anti-iranischen US-Sanktionen befreit. Was? Wie bitte? 7 weitere Länder wurden von der US-Regierung von Sanktionen befreit, auch wenn sie weiterhin Erdöl aus dem Iran einführen, wie German IRIB am Montag meldete. Das gab die Satanistin Hillary Clinton, die US-Außenministerin, am Montag bekannt. Das betrifft die Länder Indien, Südkorea, Sri Lanka, Malaysia, Südafrika, Taiwan und die Türkei. Davor erhielten im März Japan und 10 EU-Mitgliedstaaten eine Ausnahme von den US-Sanktionen ermöglicht. Nach Asien geht der größte Teil des Ölexports des Iran, am meisten nach China, Japan, Indien und Südkorea. China jedoch bekommt auch weiter keine Ausnahmen. Teheran. Militär. Iran beginnt mit Entwicklung von Atom-U-Booten. Oh, die auch schon. Berichtete Ria Novosti am Dienstag. Der Vizebefehlshaber der iranischen Marine, Konteradmiral Abbas Tamimi, sprach am Dienstag laut der iranischen Nachrichtenagentur FARS von der Entwicklung eines eigenen Atom-U-Boote im Iran. Allerdings sind wir jetzt erst am Anfang des Weges. Die Nutzung von Atomkraft als Kernbrennstoff geht nicht über den Rahmen der friedlichen Anwendung nuklearer Technologien hinaus und ist in den meisten Ländern gang und gäbe. Details dazu lagen bisher noch nicht vor. Aber bei unseren Massenmedien ist zu vermuten, sie werden Atom-U-Boote als Bezeichnung natürlich in Atomwaffen umdeuten. Oder? Argentinien stoppt US-Militärbasis. Laut nrhz.de berichtete der Sender Alba TV davon, dass die Regierung der argentinischen Präsidentin Cristina Fernandez der US-Armee den Aufbau einer Basis des Südkommandos in der nördlichen Provinz Chaco in Argentinien untersagt hat. Eine Vereinbarung mit dem militärischen Gesandten der US-Botschaft mit dem Gouverneur von Chaco, Jorge Capitanich, wurde durch die Außen- und Verteidigungsministerien Argentiniens annulliert. Für die Koordination und Führung aller militärischen Operationen der USA in Lateinamerika und der Karibik ist das Südkommando zuständig. Das geplante Militärbasisprojekt wurde der Öffentlichkeit
als Zentrum für humanitäre Hilfe der US-Armee verkauft. Wer das glaubt, wird selig. Und naja, wie viele Selige laufen mittlerweile rum? Im Falle von Naturkatastrophen oder Epidemien mit den regionalen Behörden zusammenarbeiten. Als Ort war ein Teil des Geländes des Flughafens der Provinzhauptstadt Resistencia geplant. Zwei Gebäude sind schon fertig, finanziert vom Südkommando. Die 3 Millionen Dollar, die das Pentagon bereits einsetzte, will die argentinische Regierung wohl erstatten. Die Einweisung der Basis war eigentlich für Ende Mai geplant, aber die regionale Bevölkerung war sehr dagegen, weil sie befürchteten, dass das eine verdeckte Militärbasis wird zwecks Kontrolle der natürlichen strategischen Ressourcen. Das weltweit viertgrößte Grundwasserreservoir liegt in der nördlichen Provinzen Argentiniens, das sich Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay teilen. Die Basisplanungen führten zu umfangreichen Protestversammlungen und Demonstrationen. Derzeit gibt es mindestens 47 Militärbasen der USA und der NATO in Lateinamerika und der Karibik. Und ja, das war's mal wieder für heute. Wünschen allen Hörern, Zuschauern nicht nur bei den Nachrichten viel Spaß, sondern auch bei dem heutigen Fußballspiel, sofern Interesse vorhanden. Ansonsten ein Tschö, macht es gut und man hört sich, sieht sich.